Ist am Sonntagmorgen das Frühstück eingenommen, so begibt sich alles Kind und Kegel auf die Scheunendiele, wo die Dezimalwaage steht. Feige Gemüter und solche mit schlechtem Gewissen stürzen vorher noch schnell an einen geheimen Ort, um gewisse Gewichtskorrekturen vorzunehmen. Nun wird gewogen. Stets wiegt der Hausherr, stets schreibt die Hausfrau an. Jetzt muss ich dir aber noch die schöne Landschaft zeigen. Kinder sind Reichtum, weil man Kindern immer schenken kann. Nur der ist reich, der täglich schenken kann. Ich kann ihnen Feste schenken und Erkenntnisse. Aber auch ein kleines Tier und die erste Primel im Frühjahr. Ich erzähle Ihnen, ich schenke Ihnen eine Kindheit, deren Glück man aus Ihren Augen abliest. Immerzu kann ich schenken. Jetzt zeige ich dir mal Feldberg. Wieso? Weil Hans Faller da mal Bürgermeister war. Na gut. Hans Fallada hat auch ganz viele Kinderbücher geschrieben. Am besten gefallen mir die Geschichten aus der Muggelei. Frau Wendel stand schon vor der Tür zum deutschen Haus und rief: Was denkt ihr Rasselfamilie denn? Fix her und die Teller abgewaschen. Es wird höchste Zeit. Da gingen sie in die Küche.
In der Küche standen alle Tische und Stühle und der Herd und der Fußboden voller Geschirr. Oh je, rief Mummi, das ist ja ein ziemlich langweiliger Tütterkram. Nein, das geht ganz schnell, sagte der Papa und nahm einen Teller. Das Geschirr ist ja aus Gummi und nicht aus Porzellan. Und damit warf er den Teller durch das offene Küchenfenster in den Haussee. Ach ja, wo das Pferd auf dem Kutschbock saß. Thank you.